mit irgendjemandem zusammen hat der damals hier mit Son Goku, nee, Son Gungu oder Son Goku, also dieser Buddha-Typ. Zusammen haben sie die Marine damals gerettet. Und deshalb ist er, glaube ich, der Held der Marine. Aber ganz genau weiß ich das auch nicht. Also da fehlt halt Rafte, ne? Rafte könnt ihr es... Nee, no, Sengok. Okay, Sengok. Rafte könnt ihr das aber genauer erklären. Ja, man braucht halt Luck, ne? Man braucht ein bisschen Glück bei den Ziehungen. Ja, und ab Level 16 kann man ja mit anderen Spielern zusammenspielen. Egal ob PC, ob Handy. Die Wirkung des Gases ist weiterhin nur von kurzer Dauer. Und ohne meine Formel, um sie am Leben zu erhalten. Es kann aber auch sein, dass es was damit zu tun hat, dass Gabe halt damals Gold Roger gefangen hat. Also Gold Roger hat sich ja ergeben, klar. Aber dass er vielleicht deswegen der Held der Marine ist. Aber wie gesagt, ich weiß das nicht ganz genau. Da müsste man Rafte fragen. Da müsstest du mal im Discord reinschreiben, dass Rafte bitte mal in den Stream kommen soll. Und dann könnt ihr es ja mal erzählen. Bin Level 23, okay, das ist nice. 23 ist schon gut. Wie gesagt, ab Level 16 kann man mit anderen Spielern zusammenspielen. Da kann man Koop-Action machen. Ich brauche noch 10 Level unbedingt. Ja, das weiß man überhaupt. Rafte weiß das auf alle Fälle. Rafte weiß das auf alle Fälle. Warum der Held der Marine genannt wird. Es steht wahrscheinlich auch in Wikipedia, wahrscheinlich, denke ich mal. Das wird ja kein großes Geheimnis sein. Ach, guck mal, Black Widow. Ach, Black Widow hat uns damals versucht zu retten. Ich mag doch gar keine Kinder. Nee, das stimmt. Jetzt, Alter, jetzt spielen wir mit Black Widow. Oh, die einen Arsch. Alter Schwede. Hat die einen Arsch, Alter? Wenn man einen Coach mal braucht, ist er nicht da. Ja, stimmt. Hat die einen Arsch, Alter. Guck da mal an, Junge. Halleluja. So. So, wir gucken uns aber jetzt mal ein bisschen... Ah, nee, komm, wir müssen wahrscheinlich... Natürlich nicht, die halten hier nicht die Tür auf. Ist ja wohl klar. Ich muss irgendwie die Schaltkreise freilegen. Okay, irgendwie die Schaltkreise? Na schön. Sie haben die Admin-Codes. Als Tipp, ich bin 14. Ah, okay. Ja, ist ja nicht schlimm, dass du 14 bist. Es gibt ja auch welche, die sind erst 12 hier und so. Aber das ist... Also es stört mich nicht, ne? Sagen wir es mal so. Okay, hier ist ein Schalter. Der muss ja jetzt irgendwas aufgemacht haben, ne? Hä? Okay, hier muss irgendein Trick sein. Komisch. Okay, das bringt nichts. Was ist das da? Auch nichts. Kann ich denn hier irgendwas? Achso, das ist nur dafür. Okay. Ach, du verstehst es nicht. Ach, jetzt wegen dem Arsch. Okay, ne, aber trotzdem. Du bist ja trotzdem Junge. Ach, du bist ja trotzdem Kerl. Du wirst dich doch wohl schon für Mädchen interessieren, oder? Was muss ich denn hier machen? Ich muss hier irgendwas machen. Ach so, ich muss... Ah, okay. Also, ja, dann nehmen wir Tür Nummer 2. Ähm.
Oh, okay. Ich kann nicht mehr. Ist doch cool, oder? Kenne ich nur als Pläne. Ist doch witzig, wenn du lachen kannst. Freut mich. Ach so, wenn ich ehrlich bin, wollte ich nur deine Reaktion hören. Ah, du bist ja gemein. Aber man sieht halt, dass die ganze Zeit irgendwelche Roboter bauen, ne? Oh, Feuer, Feuer! Feuer, Feuer, Feuer! So, irgendwas muss ich hier machen. Ah, ein Comicheft. Nee, Moniks Laborunterlagen. Okay, warte mal. Black Widow, Junge, die alte Muschi. So, warte mal. Nee, da kann ich nicht draufschießen. Das ist kugelsicheres Glas. Labor hat Priorität. Oh, da sind sie ja schon. Wahrscheinlich mehr Details auf den Arsch als im Gesicht. Bestimmt, muss ja so. Muss ja so. Muss ja so. Sag mal, ruckelt der Stream bei dir auch so? Der ruckelt leicht, ne? Kann es sein, dass der ruckelt? Wenn nicht, muss ich da mal was einstellen, dann müssen wir weniger Bilder machen. Schattenschleicher, wirft einen Tarnung zu. Ne, bei mir nicht. Okay. Dann ist es wieder nur bei mir. Okay, wir haben Schattenschleicher. Damit können wir uns natürlich anschleichen an den Gegner. Und die natürlich ausschalten, ne? Ganz klar. Bam, so. Ich hatte auf einen Kampf gehofft. Naja, du bist ja im Schattenmodus reingegangen, von daher. Ne, bei mir nicht. Okay, gut, gut, gut. Dann ist ja gut. Wolltest du nicht mal noch einen Sticker machen? Ja, die Sticker kann ich erst machen, wenn ich mehr Abonnenten habe. Das hängt mit den Abonnenten zusammen, weißt du? Ich habe jetzt aktuell 6, aber die müssen halt noch mehr werden. Ich glaube, ab 10 Abonnenten habe ich einen neuen Slot frei für ein Emoji. Und dann kann ich erst wieder einen neuen Sticker entwerfen und machen, ne? Das ist halt das Problem. Also man muss mich halt abonnieren. Das ist das. Das ist das Problem. Jemand zu Hause? Klopf, klopf. Jemand Da zu seid ihr ja. Hause. Okay, jetzt kommen sie Wir natürlich, ne? beschützen garantiert was Wichtiges. Okay. Ah, okay, ist was auf. Gut. Hübscher Fund. Jetzt wissen wir, wer hier die Fäden zieht. No, wer zieht die Fäden? Jahre undercover. Und ein Mädchen aus Jersey City Wo sind die Abonnenten? Ob hier in der führt Karo so. Ja, ein paar haben mich schon abonniert, ne? Also so ein Abo kostet ja 3,99, glaube ich, oder 3,89 oder sowas. Außer man hat halt Twitch Prime oder so, ne? Wenn man Twitch Prime hat, ist das Abo natürlich dann kostenlos. Also falls du selber Twitch Prime hast, was ich jetzt nicht glaube, aber falls, dann kann man natürlich damit einen kostenlosen Abo immer verschenken. Der kostet dir denn nichts. So, wieder Laborunterlagen. Ich finde hier nur Laborunterlagen, ne? Was ist das hier? Ein VIP, das hat kaum jemand. Na, VIP kann ich ja einstellen. Das ist jetzt unabhängig davon. VIP kann ich ja immer selber einstellen. Zumindest auf diesem Account. Achso. Hast du noch einen Account hier bei uns? Super Schurkenlabor, sehr geil. Okay, Monikas Labor. Finden wir raus, wo sie das Mädchen festhalten. Okay, ich habe keinen Dings mehr. Jetzt müssen wir natürlich rausfinden, erstmal, wo sie das Mädchen haben.
Okay, es wird wahrscheinlich gleich einen Kampf geben hier. Es sieht nicht mehr nach Kampf aus. VIP bleibt VIP, ja. Ja, es war ja so klar, ne? Das war klar wieder. Wo ist er denn? Dunkles Terrigen. Keins deiner angeblichen Heilmittel funktioniert, Monika. Nee, aber noch einen, den Account, wo ich nur Show und Cam Bock hab zu verschreiben. Achso, okay. Du suchst gar nicht mehr nach einem Heilmittel. Nee. Die Formel hält in Humans nur so lange am Leben, bis ihre Kräfte kopiert sind. Ja, genau das macht sie. Das ist nur eine Tarnung für deine kranken Experimente. Du stiehlst ihre Kräfte, um Adeptoids zu erschaffen. Genau. Sie stiehlt die Kräfte und dadurch werden die Humunens natürlich dann werden ihre Kräfte beraubt und wenn sie ihre Kräfte verloren haben, sterben sie nämlich. Das ist nämlich der Sinn von dem, was sie macht. So. Winnow Bite, okay. Drücke RB, um elektrische Bolzen abzufeuern. Du bist neu. Oh, doch, können wir. Bam, bam, bam. So. Noch mehr? Oh, okay. Hey. Okay. Oh. Ha. Bam. Bam. Geil. Richtig geil gemacht. So, jetzt kommen natürlich wieder neue, das ist ganz klar. So, erstmal hochleveln. Kontaminierungsprotokolle. Großartig. Also wenn es ein... Das funktioniert. Okay, das war daneben. Das Gas ist unter Kontrolle. Jetzt zu dem Mädchen. Oh. Betrachte das als Rache für die vielen langweiligen Buchhaltungsmeetings. Trotzdem habt ihr den Spion nie gefunden. Hey, warum ist denn so aggro? Okay, schnell Energie, schnell Energie, schnell Energie. Ah, es gibt's doch gar nicht, ne? Nein! Oh, die ist auch noch gestorben. Die Mutti. Die Mutti ist gestorben, Alter. Hat sie erstmal schön hier auf ihren Arsch was abgekriegt. Nein, Quatsch. Erstmal schön auf ihren Arsch gebeutet, ey. Nicht so viel. Das sieht absolut nicht gut aus. Hey! Der hat wieder nicht gesessen, ne? Das
Das gibt's doch gar nicht. Alter Schwede und so. Boah, ich hab mich doch... So, weg jetzt mit dir. Meine Güte, ich hab doch... Naja, ab geht die Post. Sie verlegen die Inhumans. Sie hat halt wenig Power, ne? Also die Kraft von ihr ist halt sehr wenig, muss ich sagen. Muss man wahrscheinlich mehr ausweichen als alles andere. So, jetzt geht's natürlich wieder Action. Hä? Da ist doch gar keiner. Okay. Oh! Ist das denn ein Schrot, Alter? Bam! 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 Nice. Einfach nur nice, Leute. Und nochmal, bam, zack, boom, bam. Das ist halt Widow, ne? Die kann halt viel mit Ausweichen und sowas alles, ne? Das ist halt hier so ihr Ding, ne? Ausweichen, kleine Gadgets benutzen und sowas. So ein kleiner, weiblicher Batman, könnte man sagen. So, haben wir ein paar Fähigkeiten, die wir vielleicht verbessern können. Was haben wir hier alles? Was ist das denn hier? Wurfmesser? Achso, der Kletterhaken, okay. Okay, dann gehen wir weiter. Wo müssen wir lang? Warte mal. Ne, da oben ist noch, da war doch. Genau, da ist doch. Ein Terminal, warte mal. Das können wir nichts machen, ne? Okay, das ist noch nicht, scheint noch nicht an zu sein. Okay, da ist eine. Da sind Kanonen noch drin. Ach, da ist ja noch jemand! Da war ja noch jemand, habe ich gar nicht gesehen. Hey, Meister Phoenix, hallo. Meister Phoenix, ist das dein anderer Account? Ist das dein zweiter Account? Die meisten sind bereits verlegt. Sei hier, Kamala, bitte. Na, das Gesicht ist halt nicht so schön, ne? Aber super schön, okay. Ich dachte, ihr wärt weg. Na schön. Ich kann das den ganzen Tag machen. Vor allem bei Roboter, ne? Das ist total unlogisch. Bam, weg. So, wenn noch jemand wird? Ah, okay. So, weg damit. Noch jemand Stress? Okay. Dazu sage ich nichts. Doch, es wird wahrscheinlich dein zweiter Kunde sein. Allein das Phoenix ist halt auffällig, ne? Und dann hinten 9. Du hast selbst auch 1909. Wird es bei Heldenfähigkeit freigeschalten? Oh! Da sind diese Darks, ne? Diese Anzüge.
Echt, ja? Hast du? Alter Schwede, okay. Okay. Apotheut. Na, es ging so, ja. Wuhu! Wer ist denn Daddy? Wer ist denn Daddy? Oh, hoppala. Wer ist denn Daddy? Warum wird gesagt, dass es ein zweiter Grund ist? Oh, 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 oh. Okay, das gibt... Okay, okay, okay. Boah, das gibt's doch gar nicht. Okay. Endlich kann ich mich bei diesen Aim-Mistkerlen austoben. Okay, ich muss natürlich ein bisschen aufpassen. Mann, ey! Warum kann ich nicht in den Vollbildschirmmodus gehen und den Chat öffnen gehen? Das kann ich dir nicht sagen. Eigentlich müsste Vollbildmodus gehen. So, diesmal machen wir das ein bisschen raffinierter. Na los, versucht mich aufzuhalten. Komm schon, ich sagte, versucht es. Mehr habt ihr nicht drauf. So, den haben wir da hinten noch. Endlich kann ich mich bei diesen Aim-Mistkerlen austoben. Aber nur einer von uns kommt hier wieder raus. Boah, das ist halt echt zum Kotzen, ne? Das ist halt echt zu kotzen, verstehe ich nicht. Ich kann jetzt nicht sagen, mit dem Vollbildmodus müsste eigentlich aber funktionieren. So, den haben wir. Die Zeit verrinnt. Ich muss die Tür aufkriegen. Ja, ja, will ich ja, mache ich ja. Aufbrechen war viel einfacher. Thank you.